So, kommen wir jetzt mal zum Thema Farbwechsel und Reinigen beim Farbwechsel, wenn man halt beim Sprühen von der einen zur anderen Farbe wechseln möchte. Dafür habe ich mal zwei kleine Farben vorbereitet. Hier ist ein kleiner Becher mit Glasreiniger, die Pistole, und hier, das ist tatsächlich so ein Reinigungsbehälter. Der ist ziemlich cool aufgebaut. Da ist innen drin eine kleine Schutzwand. Funktionsweise ist im Endeffekt, dass man seine Pistole durch diese kleine Öffnung ausbläst. Die Farbe läuft dann hier in das kleine Wasserbecken, unten ist normales Wasser, was da drin ist, und wird dann die Luft, die dann noch mit reingesprüht wird, geht oben durch diese kleine, ja, das ist so ein kleines Filtervlies, und geht dann oben durch diese Löcher wieder raus. Das heißt, man kann seinen Farbnebel, den man nicht mehr benötigt bzw. beim Reinigen anfällt, halt in diesen Reinigungsbehälter reinsprühen, bis der Farbbehälter soweit leer ist, und dann die nächste Farbe zu nehmen. Das können wir mal eben machen. Ich habe dazu mal eben meinen Druckluftanschluss. Nehme mal den Deckel ab, fülle ein bisschen von der ersten Farbe ein. Diese Plastikpipetten, die kann man auch irgendwie im 100er-Pack kosten, die, glaube ich, 6 Euro. Genau wie die kleinen Becher, da kosten 100 Stück irgendwie 3 oder 4 Euro. Besorgt euch da ein bisschen was von, da kann man tatsächlich irgendwie die Farbe sehr einfach aufnehmen und in den Behälter führen. Jetzt kann man das natürlich. Das reicht jetzt auch zur Demo. Reicht noch nicht. Gieße mir tatsächlich mal den Inhalt vom Becher da mal eben rein. Ein bisschen mehr Farbe nehmen sollen, aber im Endeffekt ist es ja nur eine Demo. Man natürlich jetzt ein bisschen schlecht sehen. Weißem Papier. Aber hier kann man sehen. So. Und wenn man jetzt weitermachen möchte mit der roten Farbe, hat man halt hier noch Reste in dem Farbbehälter. Die kann man mit einem Stück Küchentuch einmal grob auswischen. Tatsächlich ein bisschen Geschirrspülmittel rein in den Behälter und den Sprühnebel, den schießt man mal eben in das Reinigungsblatt. Man könnte es natürlich auch irgendwo reinschießen, ein Stück Küchentuch oder so. Dann hat man aber da die Sauerei drin. Deswegen nehme ich ganz gerne diesen Reinigungsbehälter. Der kostet um die 15 Euro. Sind wirklich gut angelegte 15 Euro. Nutze ich sehr viel und sehr gerne. So, ich muss zwischendurch den Kompressor mal wieder anwerfen. Der Kompressor ist relativ laut.
Essen dann mal eben mit dem Küchentuch herausnehmen. Da wird einfach die neue Farbe oder die nächste Farbe eingeführt. Und wenn man das halt nicht vorher reinigen würde, ja, was passiert? Es sind natürlich noch Farbreste von der alten Farbe noch mit drin. Das ist, irgendwann ist es auch raus, aber hier hat man es relativ gut kontrollieren können. Da sieht man auch, dass ein bisschen Geschirrspülmittel vorhin noch drin war. Und irgendwann kommt jetzt auch die rote Farbe. Ja, auch hier habe ich ein bisschen zu wenig Farbe genommen. Ja, ich hätte einfach ein bisschen mehr Farbe nehmen sollen, dann hätte man es besser sehen können, dass irgendwann tatsächlich auch die rote Farbe kommt. Ich wollte es einfach nur zeigen, wie man es macht. Und hier hat man jetzt wieder die Reste der Farbe mit drin. Eben grob die Reste in ihm. Dann Spülmittel. Und dann wieder ausblasen. Natürlich auch den Farbhebel nach hinten ziehen, damit der Farbbehälter entsprechend leer läuft. Man kann unten auch ein bisschen sehen am Wasser, das blubbert. Da wird jetzt halt die Farbe reingedrückt oder die Restflüssigkeit färbt sich entsprechend. So, und Wasser, Geschirrspülmittel und Acrylfarbe kann man bedenkenlos ins Waschbecken entsorgen. Das heißt, man braucht da nicht extra den Rest im Behälter packen und irgendwie entsorgen. Man kann es einfach in die Schicht in Ausguss kippen. So. Je nachdem, man kann es ein paar Mal probieren. Es ist jetzt schon relativ sauber. Wenn hier noch Farbe drin wäre, könnte man das hier relativ gut sehen. Aber jetzt könnte man tatsächlich schon mit der nächsten Farbe arbeiten. Okay, so viel auch zum Thema Reinigen nach Farbwechsel.